Hallo und herzlich willkommen zu unseren Gesprächen über Heilverfahren und mein Gast ist heute Marion Wagner. Hallo Marion. Hallo Attila. Ja, unser Thema heute ist miasmatische Homöopathie für Tiere. Und das ist ja schon länger ein Thema auf diesem Gebiet, miasmatische Homöopathie versus unter Anführungsstrichen normale Homöopathie. Und man sagt auch, dass die Miasmen die Basis aller Erkrankungen oder vieler Erkrankungen sind. Kannst du vielleicht uns ein paar Worte zu dieser miasmatischen Homöopathie erzählen, was sie hauptsächlich unterscheidet von einer normalen Homöopathie? Ja, also im Grunde genommen kann man so ein bisschen die Homöopathie in drei Kategorien einteilen. Wir haben so die Organotropenmittel, das sind Mittel, die man hauptsächlich anwendet, wenn man bestimmte Organe unterstützen möchte. Da kann ich mal als Beispiel geben, zum Beispiel Mariendistel, Cardus marianus oder Solidago, die Goldrute für die Niere. Ja, dann haben wir die relativ bekannte Konstitutionstherapie, die ist so ein bisschen, sie soll das gesamte Lebewesen in seiner Gesamtheit zwar erfassen, legt aber so ein bisschen den Überhang auf die psychische, seelische Verfassung des Tieres, ja. Und die Miasmatik, die eben vor allem eben chronische Krankheiten behandelt. Hier haben wir eben einfach, wir behandeln sozusagen die Krankheit unter der Krankheit. Das heißt, wir bekommen den Blick, dass die Symptome, die uns nach außen gezeigt werden, die Sprache des Körpers sind und eigentlich nur eine darunterliegende Krankheit, die sich eben im Schwelzustand sozusagen befindet, die erfassen wir mit den miasmatischen Mitteln. Also das heißt, gerade bei chronischen Krankheiten, chronischen Störungen aller Art, empfinde ich die miasmatische Homöopathie überlegen gegenüber diesen anderen beiden Strömungen der Homöopathie, weil wir quasi an die Wurzel der Krankheit gehen können. Also das heißt, wir können gucken, welche ererbten Schwächen bringt das Lebewesen mit. Das sind teilweise, heute weiß man sogar, epigenetische Faktoren, die eben zum Beispiel schon bei den Elterntieren, bei den Großelterntieren bestimmte Krankheitsdispositionen, wenn man so möchte, in die Wege leiten und dann eben sich weiter vererben auf die nachfolgenden Generationen. Und mit Hilfe der miasmatischen Homöopathie können wir eben diese epigenetischen oder auch einfach genetischen Erkrankungen sozusagen mit behandeln. Also das ist eine sehr schöne Art und Weise, um eben wirklich in die Tiefe zu gehen und chronische Erkrankungen in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Und deswegen ist es gerade eben, wie gesagt, eine sehr schöne Behandlungsmöglichkeit bei chronischen Erkrankungen, die, wo man sich dann eben praktisch auch langsam bis an den Grund der Erkrankung heranarbeiten kann und diese Schichten sozusagen durch homöopathische Mittel langsam auch abbauen kann. Ja. Und du hast von ererbten Schwächen gesprochen. Sprechen wir wirklich nur von ererbten Schwächen oder? Hauptsächlich, aber eben auch epigenetische Faktoren, eben die können eben im Prinzip auch die Ernährung sein, das können Umweltgifte sein, das können Medikamente sein. Alle diese Dinge haben Einfluss auf die Genetik, das weiß man heutzutage, können also praktisch bestimmte Abschnitte von den Genen, die eben normalerweise vielleicht auch schlummern würden, ja, und gar keine Krankheiten erzeugen, können eben durch solche Impulse von außen plötzlich eingeschaltet werden und dann eine Krankheit erzeugen. Also auch, es muss nicht immer ganz weit zurückliegend sein, aber es kann eben unter Umständen auch was Akutes sein. Und es kann auch beim Tier tatsächlich so sein, dass das Tier eben auch Dinge zeigt, also praktisch ein Projektionsschirm ist von unerlösten Konflikten seines Halters. Auch das ist etwas, was wir mit der Miasmatik immer wieder berücksichtigen müssen, dass viele Krankheiten, die das Tier zeigt, gar nicht unbedingt etwas mit dem Tier an und für sich zu tun haben, sondern dass das Tier eben als Projektionsschirm dient und eben die Symptome zeigt, die eigentlich etwas mit dem Familiensystem, in das das Tier sozusagen integriert ist, zu tun hat. Ne? Mhm. Und auch da können wir angreifen. Also wir dürfen zwar den Halter nicht selber mitbehandeln als Tierhomöopathen, aber natürlich hat es Auswirkungen, wenn ich ein Mittel, ein homöopathisches Mittel ins Feld gebe, dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf alle anderen in diesem Feld. Also eine sehr, sehr spannende auch psychosomatische Komponente. Genau, genau.
Und dafür wird es, denke ich mal, keine Erfahrungswerte geben, aber könntest du dir vorstellen, dass wirklich, also wenn es eben auch genetischen Ursprung hat, dass man da wirklich dann über Generationen damit ganze Generationen ausheilen könnte? Auf alle Fälle kann man den Gesundheitszustand des aktuellen Tieres so gut verbessern, dass eben die nachfolgenden Generationen nicht die gleichen Probleme haben. Also das kann man tatsächlich beobachten. Das kann man am besten beobachten bei Tieren, die sich sehr schnell vermehren, also eine hohe Vermehrungsrate haben. Also ich denke jetzt gerade an so Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen und Co. Das heißt, hier sieht man sehr schnell eben, wie sich die darauf folgenden Generationen wieder in der Gesundheit verbessern. Ja. Aber es spielen natürlich auch hier immer noch andere Faktoren eine Rolle. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade bei unseren Fleischfressern oder ja, bei Hunden und Katzen schaue, dann spielen natürlich auch noch andere Dinge hier eine Rolle, wie zum Beispiel die Ernährung, ja, Vermeidung von bestimmten Dingen, wie eben zu viele Giftstoffe in den Körper, die eingebracht werden, zum Beispiel antiparasitäre Mittel. Das spielt auch eine Rolle, ja, und alles zusammen verbessert dann eben tatsächlich die Gesundheit nachhaltig des jeweiligen Tieres und das wird dann auch wieder auf die nachfolgenden Generationen weitergegeben. Das hat man ja im Umkehrschluss auch schon gemerkt, dass eben, wenn man überlegt, als ich mit der Hundehaltung angefangen habe, vor 20, 25 Jahren oder vor 30 Jahren, da waren einfach auch die Hunde und einfach noch viel gesünder, weil wir eben noch nicht auch diesen wahnsinnigen Einsatz von Medikamenten hatten, dass auch die Umweltgifte waren noch nicht in dem Maße vorhanden. Die Hunde haben noch ein relativ natürlicheres Leben gelebt, aber es wurde eben im Laufe der Generation immer schlechter, weil da kamen eben dann diese ganzen epigenetischen Einflüsse dazu, sodass dann eben die Gesundheit der Tiere, wie man sie in der heutigen Zeit sehen, also viele Hunderassen haben noch eine durchschnittliche Lebenserwartung von 8 bis 10 Jahren. Also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann war es keine Seltenheit, dass ein Hund 15, 16, 17 wurde. Ja? Und jetzt werden die Tiere genau wie wir Menschen immer früher krank, immer schneller chronisch krank. Und eigentlich erreichen sie eine Zeitspanne von 8 bis 10 Jahren auch nicht mehr relativ gesund, sondern sie fangen eben schon weit früher an zu kränkeln und die Halter müssen auch wahnsinnig viel Geld dann praktisch in Medikamente und in Tierarztbesuche stecken, damit das Tier überhaupt diese Lebensspanne erreichen kann. Ja, also das heißt, hier haben wir eigentlich diesen negativen Effekt und wir versuchen, den wieder umzudrehen. Ja, unter anderem mit der Miasmatik. Aber es gehören eben auch tatsächlich auch noch ganz, ja, wenn man so will, körperbetonte Therapien dazu, um den Körper auch noch mal tatsächlich auf der körperlichen Ebene stark zu unterstützen. Ja, und da gehört zum Beispiel die Ernährung dazu, aber auch viele andere Dinge. Und kannst du, wie ist die Herangehensweise, inwiefern ändert sich die Herangehensweise in der miasmatischen Homöopathie? Was sind wie ändern sich die Schritte? Genau. Also in der miasmatischen Homöopathie frage ich erstmal den Besitzer einen ganz ausführlichen Anamnesebogen ab und anhand der Symptome, die dieses Tier dann zeigt, kann ich ganz schnell. Und anhand der Symptome, die dieses Tier dann zeigt, kann ich dann eben das einzelne Miasma ausfindig machen. Das heißt, es gibt sogenannte Grundmiasmen. Da gibt es also die Psora, die Tuberkulinie, die Skrofulose, die Sykose, die Parasitose, die Syphilinie und die Karzinogenie. Und jeder dieser Miasmen hat ganz typische Symptome. Ja? Und ich frage eben in meinem konstitutionellen oder miasmatischen Fragebogen eben bestimmte Symptome ab. Und wenn ich eben sehe, dass eben bestimmte Symptome auftauchen, dann kann ich die eben in diese einzelnen Miasmen sofort einteilen und fange an zu therapieren in der tiefsten Schicht, die sich mir zeigt. Ja, das heißt, wenn ich lauter psychotische Symptome hätte, dann würde ich trotzdem vorsichtshalber nochmal einen Schritt zurückgehen in die Syphilinie. Das ist praktisch fast die tiefste dieser miasmatischen Schichten und würde hier Arzneimittel wählen, die dann tatsächlich auch den Bezug zu diesem Miasma haben und auch die Kraft haben, dieses Miasma auszuheilen.
Ja, also es ist vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig zu erklären. Deswegen gibt es so ein schönes Miasmenhaus. Das hat die Rosina Sonnenschmidt damals auch ganz toll in die Wege gebracht. Da ist im Prinzip, sind da diese ganzen Miasmen in diesem Haus sozusagen aufgeteilt. Man geht praktisch vom Keller in den zweiten Stock, wenn man so möchte. Das heißt, man geht von der tiefsten Krankheitsschicht wieder in Schritt für Schritt in leichtere Ebene und verlässt sozusagen dann die Krankheit in der Psora über das Dach, wenn man so möchte. Ja. Also das heißt, man versucht diese Schichten wie so eine Zwiebelschicht abzutragen, eine nach dem anderen, und immer leichter werden dann dadurch natürlich auch die Symptome. Und man versucht tatsächlich diesen ganzen Weg zurückzugehen bis zu dieser leichtesten Ebene, und das ist in der Miasmatik die Psora. Und über die Haut, die Psora hat ganz, ganz viel mit der Haut zu tun, verlässt so eine chronische Krankheit dann sozusagen den Körper. Ja. Das heißt, die Haut ist immer so eine Projektionsfläche. Ja, das heißt, die Haut ist immer etwas, wo auch zeigt, im Körper schwelt etwas, der Körper wird es nicht los. Also versucht er, die Haut sozusagen als Drainagemittel, um hier eben Sachen auch loszubekommen, mit denen er anders nicht umgehen kann. Ja. Also die Haut, es spielt eine ganz große Rolle eben auch bei der Miasmatik, weil wir auch auf der Haut sehr viele Symptome haben, anhand derer wir erkennen können, wo geht denn die Reise hin. Kannst du einfach mal anhand von einem praktischen Beispiel einfach mal so diese Schritte uns zeigen, also vielleicht auch ein paar Erfolgserlebnisse erzählen? Ja. Also zum Beispiel hatte ich einen Hund in Behandlung, der eine sehr schwere chronische Darmentzündung hatte. Das war ein ganz kleiner Yorkshire Terrier. Und als er zum ersten Mal in die Praxis kam, bin ich auch wirklich erschrocken, weil der Hund war dem Tode tatsächlich näher als dem Leben. Ja, das heißt, er hatte durch die Medikamente einen sogenannten iatrogenen Cushing entwickelt. Das ist im Prinzip eine Störung der Nebennierenrinde durch einen hohen Cortisongaben. Ja, das heißt, er hatte kaum noch Fell, der hatte, konnte nichts mehr verdauen, der hatte eben eine chronische Darmentzündung und hatte, so wie die kleinen Kinder in Afrika oft haben, also wirklich so ein Hungerödem. Ja, das heißt, er hatte, konnte praktisch keinerlei Eiweiß mehr aufnehmen, der Körper konnte das nicht mehr verstoffwechseln. Dadurch hatte der so einen dicken Wasserbauch. Dann hatte er eben gar kein Fell mehr durch diese hohen Cortisongaben. Und der Besitzer berichtete eben, entweder der Hund hat diesen Wasserbauch oder er hat Durchfall wie Wasser. Und von der Tiermedizin war der im Prinzip aufgegeben. Ja, er bekam zwar ein Spezialfutter und wie gesagt hohe Dosen Cortison, aber die Symptomatik ging eigentlich immer weiter Richtung Sterben, wenn man so möchte. Und hier habe ich erstmal angefangen, das ist eine Krankheit, wo man eben sieht, alles, was mit lebenswichtigen Organen zu tun hat, und hier haben wir die Niere unter anderem als lebenswichtiges Organ, da sind wir eigentlich schon in der sogenannten Syphilinie. Und deswegen habe ich ganz tiefgreifende syphilitische Mittel angefangen einzusetzen, also Quecksilberpräparate, das sind so die Hauptmittel der Syphilinie. Und habe dann auch noch das Futter umgestellt, weil das Futter war in dem Fall tatsächlich auch ein Heilhindernis. Auch das gibt es manchmal in der Homöopathie. Das heißt, er bekam so ein, wenn man so will, ein von der Industrie hergestelltes, hochverändertes Proteinfutter. Ein Futter, wo der Hund praktisch, der Organismus gar nicht mehr erkennt, dass das Proteine sind. Ja. Und erst auch, als ich tatsächlich dieses Futter dann auch weggelassen habe, als ich ihm dem Halter sozusagen empfohlen habe, selber zu kochen, da fingen auch an, tatsächlich die Mittel super gut zu zünden. Und wir haben uns dann Schritt für Schritt über die Sykose und die Tuberkulinie in die Psora hochgearbeitet. Und in der Homöopathie gibt es tatsächlich Mittel für jedes dieser Miasmen, die eine Hauptwirkung haben. Das heißt, die homöopathischen Mittel haben alle einen sogenannten, so nennt man das, Haltepunkt. Das heißt, wenn man sich die anschaut, dann sieht man genau, in welcher dieser Schichten sie am besten wirken und welche dieser Schichten sie tatsächlich auch ausheilen können. Das heißt, nicht jedes Mittel kann jede miasmatische Krankheit heilen. Also Phosphor zum Beispiel, Phosphorus, hat seinen Haltepunkt in der Tuberkulinie. Das ist eine Schicht, die schon relativ weit
sagen wir mal, im ersten Stock liegt, ja, das könnte diese syphilitische Krankheit gar nicht ausheilen. Das heißt, man setzt diese Mittel tatsächlich dann auch erst ein, wenn der Körper in seiner Gesundheitsreise zu dem jeweiligen miasmatischen Punkt gekommen ist. Ja. Also ich habe mich anhand dieser Miasmen dann eben nach oben gehangelt, habe eben je nachdem, was der Körper mir für Symptome neue gezeigt und präsentiert hat. Das heißt, am Anfang wurde erstmal der Darm besser, ja, dann bekam er plötzlich Hautjuckreiz am ganzen Körper, bekam sie. Und interessanterweise, es setzte wieder die Läufigkeit ein. Und alles, was rund um die Läufigkeit geht, das ist die Sykose. Also da sah ich dann plötzlich, aha, okay, der Körper wandert in die Sykose. Und dann bekam sie sykotisches Mittel und dann kam tatsächlich, manchmal überspringt es auch ein Miasma, kamen sofort psorische Symptome und der Hund bekam am ganzen Körper ganz komische Talgdrüsen, ja, also wirklich über den ganzen Körper verteilt. Ja. Aber ich könnte Bilder zeigen, das Fell kam alles wieder und das, was am Schluss tatsächlich geblieben ist, waren diese kleinen Veränderungen der Haut über den ganzen Körper, diese Talgdrüsenveränderungen. Und das ist etwas, was bei diesem Hund sehr lange gebraucht hat, um überhaupt zu verschwinden. Ja, aber das lag einfach auch daran, dass die Krankheit einfach schon sehr tief in den Körper eingedrungen war und dass eben auch der Heilungsweg nicht so der einfachste war. Also normalerweise sagt man, bei chronischen Krankheiten, bis eine Krankheit tatsächlich ausgeheilt ist, braucht es die Hälfte der Entstehungszeit. Und das ist schon sehr lang, ja. Und da ist, das ist auch etwas, wo dann viele Halter dann oft die Geduld verlieren und wo man sie dann immer wieder motivieren muss und dass eben sie dranbleiben und dass einfach chronische Krankheiten tatsächlich nicht von heute auf morgen verschwinden können. Weil der Weg der Krankheitsentstehung ist auch meistens ein sehr langer Prozess. Und wenn die Symptome bei den Tieren da sind, ist oft schon so, dass die Krankheit schon sehr lange im Untergrund geschwelt hat. Ja. Und das ist etwas, gerade unsere Tiere zeigen ja auch oft viele Symptome nicht, ja, weil einfach gerade die Rudeltiere oder auch Tiere, die Beutetiere sind, für die wäre das ein Zeichen der Schwäche, sodass eben, ja, wie gesagt, die Krankheit oft eben schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist, wenn wir überhaupt Symptome erkennen können. Ja. Und dieser kleine Hund ist heute wieder gesund. Also das ist wie so ein Wunder. Und der Arzt hat dann sogar gesagt, ja, er kann das auch gar nicht nachvollziehen. Und er wäre eben ein sehr robuster Hund und man müsste mit dem Hund jetzt züchten, weil er so gesund ist. Ja, also das sind so Sachen, wo ich immer wieder sage, toll, was die Homöopathie auch alles bewirken kann. Natürlich war sie nicht alleine dran beteiligt. Wir haben eben, wie gesagt, auch noch viele Dinge im Umfeld verändert. Eben zum Beispiel die Ernährung des Tieres, aber auch die Psyche des Halters hat ja auch eine große Rolle gespielt. Aber auch hier hat sich viel auch durch diese Behandlung, durch diese familiensystemische Behandlung, wenn man so möchte, auch viel im Denkmuster der beiden Halter sozusagen geändert. Also das war zum Beispiel eine ganz, ja, eines meiner Fälle, die wirklich am besten gelaufen sind. Aber ich könnte, wenn ich so überlege, gibt es wirklich auch viele Fälle. Nicht immer kann man, sage ich mal, ein Tier komplett heilen, auch nicht mit der Miasmatik, weil es gibt einfach tatsächlich Krankheitszustände, wo einfach schon so viel organisch geschädigt ist, dass man einfach über diese Art der Behandlung einfach den Körper nur noch so weit stärken kann, dass er eben den Rest seines Lebens gut damit leben kann. Ja? Oder dass man eben einfach auch noch eine gewisse Lebenszeit rausholen kann. Also zum Beispiel bei manchen Krebserkrankungen. Also nicht immer ist es möglich, tatsächlich hier eine komplette Heilung zu bewirken. Ja, es wäre schön, aber ist halt leider nicht immer möglich. Aber es ist tatsächlich immer möglich, eine gute Lebensqualität für das Tier wieder zu bekommen, ja, und damit auch gleichzeitig für den Halter. Hast du vielleicht auch zufällig in Erinnerung, wie alt das Tier damals war? 4 Jahre. Und jetzt, weißt du es jetzt? Jetzt ist er 8. Ja, schön. Ich habe ein Bild oben stehen. Was mich jetzt fast noch ein bisschen faszinieren würde, du sagst, die Hälfte der Entstehungszeit braucht es für die Heilung. Mhm. Natürlich stellt sich dann hier die Frage, wenn etwas genetisch gekommen ist, dann müsste man ja sagen, die Entstehungszeit ist eigentlich ab der Geburt, oder? Mhm. Oder wie würde man das dann sehen? Nee, das ist so, das Genetische ist ja erstmal nur die Belastung. Ob das ein- oder ausgeschaltet wird, das macht dann wiederum einen Auslöser aus. Also das heißt, hier rechnet man die Zeit des Auslösers. Ne? Mhm. Also weil du kannst ja, jeder kommt ja im Prinzip mit irgendwelchen genetisch veränderten
Genen auf die Welt, ja. Aber ob die abgelesen werden oder nicht, das hängt eben wiederum von den äußeren Umständen ab. Ja. Und deswegen rechnet man da jetzt nicht zurück bis in die Urahnenzeit, sondern man versucht, den Auslöser zu finden. Und ab da kannst du dann sagen, die Hälfte der Entstehungszeit. Okay, super. Mhm. Sehr, sehr interessant. Mhm. Ja, liebe Marion, kannst du uns noch ein paar Worte zur Ausbildung sagen? Also wenn jemand damit arbeiten möchte, wie kann er das erlernen und welche Schritte, in welchen Schritten erfolgt das? Ja, also im Prinzip haben wir unsere Tierheilpraktiker-Ausbildung auf neue Füße gestellt und es soll ja so sein, dass jeder der Tierheilpraktiker sich nach dem theoretischen Teil entscheiden kann, für welchen praktischen Teil er sich spezialisieren möchte, und ich werde eben einen Blog Miasmatische Homöopathie anbieten und da werden wir dann eben ausführlich über alle miasmatischen Schritte, Behandlungen und auch Anamnesen sozusagen üben. Auch wir werden das auch mit Übungsgruppen wahrscheinlich machen in der Zukunft, sodass die Leute dann eben auch ein bisschen selber in die Ideen kommen und auch selber gucken können, wie gehe ich denn an Fälle heran. Ja, das ist ja ganz wichtig, weil gerade als Tierheilpraktiker, wenn man fertig ist und man bekommt jetzt irgendeinen chronischen Fall, dann ist man oft so überfordert und weiß überhaupt nicht, um meine Güte, wo packe ich denn da jetzt überhaupt an? Aber das ist eben auch das Schöne an der miasmatischen Homöopathie, dass das eben einer Logik folgt. Ja, das heißt, man kann sich in praktisch nach einer logistischen Reihenfolge an den Symptomen abarbeiten. Also das heißt, man muss jetzt nicht mehr so wie bei der Konstitutionsbehandlung wirklich wahnsinnig viele Symptome in den Repetitorien suchen und auch oft stundenlang über den Büchern brüten, sondern in der Miasmatik arbeitet man mit 3, 4 akuten Symptomen. Und das ist dann doch etwas wesentlich vereinfachend. Und man kann sich eben, wie gesagt, wenn man dieses Prinzip verstanden hat, weiß man eben ganz schnell, wo man ansetzen muss. Ja, das heißt, weil man eben die Symptome genau den Miasmen zuordnen kann. Und ganz einfach ist zum Beispiel, wie gesagt, schon alleine, wenn es sich um lebenswichtige Organe handelt, die eben zum Beispiel erkrankt sind, zum Beispiel wie die Niere oder schwere Herzerkrankungen, dann weiß ich sofort, aha, ich bin in der Syphilinie. Und da lerne ich dann eben, welche Mittel haben eben tatsächlich auch ihren Haltepunkt in diesem Miasma. Also welche Mittel wirken in der syphilitischen Ebene. Und dann suche ich eben, habe ich schon mal eingegrenzt, und dann suche ich eben anhand der Symptome die passenden Mittel aus. Also das geht doch etwas schneller auch, wie wenn ich nur ein Konstitutionsmittel suche, und jeder weiß, dass das schon beim Menschen sehr schwierig ist, aber an Menschen kann ich wesentlich mehr fragen. Beim Tier bin ich immer ganz stark auf den Halter sozusagen angewiesen, dass der Halter mir hier ein Feedback gibt oder auch überhaupt das Tier richtig beschreibt. Und das ist etwas, was auch sehr wichtig, auch sehr schwierig oft ist für den Halter, weil wir wissen ja, wir gucken alle durch eine gefärbte Brille, ja, und wenn der Halter sein Tier beobachtet, dann nicht jeder Halter ist sehr gut geschult, auch in den normalen Verhaltensweisen bei seinem Tier. Das heißt, er interpretiert oft, ja. Und bei Interpretationen können wir ganz schnell auch auf dem falschen Pfad sein. Und das führt dann auch oft dazu, dass wir das falsche Konstitutionsmittel sozusagen suchen und finden, ja. Weil es macht einen Unterschied, ob ein Tier vielleicht schuldbewusst guckt und man denkt, oh, der hat ein schlechtes Gewissen. Oder aber der Hund tut aber in Wirklichkeit vielleicht nur den Halter beschwichtigen. Das heißt, er merkt, der Halter hat irgendwie schlechte Laune und jetzt muss ich irgendwas tun, um den wieder gnädig zu stimmen. Also das heißt, sowas können viele Tierhalter, wenn sie sich nicht mit dem Verhalten ihres Tieres beschäftigt haben, schon nicht gut einschätzen. Und wenn sie das dann uns als Therapeuten erzählen, und ich sehe das Tiere ja nicht immer unbedingt im gewohnten Umfeld, weil im gewohnten Umfeld verhalten sich Tiere nochmal anders, wie wenn sie zu mir in die Praxis kommen, dann wird es schwierig für mich hier zu sagen, das ist ein Typ, der vielleicht dazu neigt, eifersüchtig zu sein und deswegen ein Problem hat oder. Ja. Also das heißt, hier ist es viel schwieriger für den Tiertherapeuten, weil ich das Tier ja nicht direkt fragen kann, sondern eben, wie gesagt, auf den Halter angewiesen bin. Bei der Miasmatik halte ich mich strikt an die Symptome. Ja. Und das ist nochmal ein Unterschied. Okay, vielen Dank für diesen tollen Einblick, Marion. Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der das gerne erlernen möchte und damit arbeiten möchte?
Also ich würde ihm auf den Weg geben, dass er nicht gleich am Anfang, sage ich jetzt mal, das Handtuch schmeißt, wenn es nicht so ganz so schnell gut läuft, wie man vielleicht möchte. Das ist bei jeder Therapie so. Man wächst mit seinen Aufgaben. Aber ich habe auch eben oft die Erfahrung gemacht, gerade in den Anfangszeiten, man kriegt auch meistens die Fälle, die man irgendwie gut bewegen kann in eine positive Richtung. Also nicht gleich das Handtuch schmeißen, sondern und auch einfach mal, wenn der Halter da ist, man muss ja nicht immer gleich sofort ein Mittel mitgeben, sondern man kann sich auch Zeit lassen und man kann auch erstmal sagen, okay, jetzt haben wir eine Anamnese gemacht, ich muss mich jetzt nochmal daheim hinsetzen, muss das nacharbeiten und gucken, was passt denn da? Ja, das ist ganz klar, dass man am Anfang nicht gleich alle Mittel auch im Kopf hat, sondern dass man einfach hier auch mal ab und an gucken muss erst und auch vielleicht mal in seine Unterlagen schaut. Aber gerade bei dieser Form der Homöopathie denke ich, wenn man dieses Miasmenhaus im Kopf hat, wenn man die wichtigsten Symptome kennt und weiß, dann wird man da auch wirklich sehr schnell Erfolge damit haben. Also hier meine Erfahrungen. Ich war ja, wie gesagt, früher auch ganz normal mit konstitutioneller Homöopathie unterwegs und erst als ich diese geniale Theorie der Miasmatik, wie sie vom Peter Gino und der Rosina Sonnenschmidt gelernt habe, da haben sich bei mir wirklich auch noch mal die Türen geöffnet und seitdem ist es auch einfach viel einfacher für mich geworden und ich muss auch nicht immer stundenlang über meinen Büchern hängen und brüten, sondern es geht einfach auch wesentlich schneller mit der Mittelfindung und die Erfolge kommen. Ja, man muss eben die Halter auch ein bisschen instruieren, man muss ihnen einfach auch erklären, dass Krankheitssymptome, die während der Behandlung kommen, nicht unbedingt bedeuten, dass sich etwas verschlechtert, sondern Symptome kommen einfach also der Körper leitet eben Maßnahmen ein, um wieder gesund zu werden. Und das geht auch nicht ohne Symptome ab. Ja? Also das heißt, Symptome sind nicht immer ein schlechtes Zeichen, sondern sind eben auch oft ein Zeichen, dass der Körper arbeiten tut. Ja? Und wenn man das mal verstanden hat, dann kriegt man auch ein anderes Verständnis von Krankheiten. Ja? Und auch, was ich auch noch die Erfahrung gemacht habe, wenn ich den Haltern das gut erkläre, ja, dann sind die oft ganz begeistert und sagen, ach Mensch, ich habe ja eigentlich so ähnliche Symptome, sollte ich mich nicht auch mal irgendwie zu einem Therapeuten gehen. Und dann gehen die auch ganz oft selber in eine Therapie und dann tut sich noch mal mehr beim Tier. Ja, also das habe ich ganz, ganz oft, dass die Leute sagen, oh, guck mal, da passiert was. Ich glaube, ich brauche auch so eine Hilfe. Ja, und dann gehen die eben auch, wie gesagt, zu einem ähnlich arbeitenden Therapeuten. Und das ist doch super. Und sowas finde ich, weil wir eben alle miteinander auch vernetzt sind. Und wenn sich innerhalb der Familie etwas tut, dann geht es dem Tier meistens auch um 100% schon besser, ohne Mittelgabe. Okay. Ja, vielen, vielen Dank, Marion, für deine Zeit und für diese tollen Ausführungen. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Danke. Okay. Danke, Attila.